Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Ja, recht herzlich willkommen zur 10. Folge. Bei Knolle ist es schon die 11. von Trine. Und ich begrüße Knolle ganz recht herzlich. Hallo. Jo, und wir haben das nochmal hier, diese Story gerade draufgenommen, weil bei mir beim letzten Mal war die kaum zu hören und diesmal ist sie vielleicht besser zu hören dann. Will ja, ich hoffen. Ich weiß nicht, ob bei mir war es eigentlich relativ gut zu hören, aber... So, und dann sind wir im Spiel, ne? Ja. Gut. Hier hinten ist... Ein Würfel und da sind zwei Anker. Ach nee, das sind Messer. Gut. Oh. Die Kiste ist schon mal kaputt, ne? Oh, ach. Das geht aber nicht, oder wie doch? Ach, die Europaletten-Dingen ist dahinter. Ich bin ruhig. Wo stehe ich? Wo stehst du in der Mitte? Ach, jetzt hat's geklappt. Ganz knapp. Okay. Oh, das hat nicht geklappt. Und da unten tut's bestimmt weh, oder? Was hat man so weh? Ich komme nicht hoch, aber unten tut's mir nicht weh, komischerweise. Auch interessant, ne? Hallo? Hä? Spring mal. Ich habe keinen Anzeigebalken jetzt gerade gehabt. Ah, doch, jetzt. Doch. Ah, jetzt aber ich richtig, mal, ne? Ich nehme mal lieber den Zauberer. Ah, ich bin rüber. Ja, dann wollen wir mal hoffen, dass ich da auch rüber schaffe, ne? Ja, das hat wieder gut geklappt. Ja, du kannst durch die Stacheln unten so durchlaufen, auch interessant, ne? Ja, ist klar, die pieksen ja auch nur oben. Oh, das ist aber doof, ich komme über diese drei Drehdinger nicht rüber, ne? Oh, jetzt bin ich gestorben. Und irgendwer hat so ganz blöd gelacht. So, jetzt habe ich es doch tatsächlich geschafft. Kommst du da unten klar? Ja, ich lasse sie sich gegenseitig töten. Ach so, machen die das? Ja, die greifen ja an. Erfahrung aufgenommen, okay. Oh, da waren irgendwo Stacheln. Ach, da ist so ein... Den habe ich natürlich nicht gesehen. Kannst du den mal... Oh. Jetzt bin ich nur noch alleine da. Wie soll ich das bloß schaffen? Töte dich einfach, dann sind wir wieder am Checkpoint. Das ist das Einfachste. Obwohl... Ja, aber ich wollte da unten... Oh, ich komme da tatsächlich nicht vorbei. Wie kriege ich das denn weg? Gar nicht, ne? Nee, muss den Zauberer schon nehmen. Aber der ist ja tot. Wie soll ich den dann nehmen? Soll ich zum Checkpoint zurückkehren? Nein, warte doch erstmal. Ich weiß gar nicht. Komme ich da hoch? Nein, ich glaube aber, man kommt rechts hoch. Ja, das könnte klappen. Warte, jetzt bin ich vorbeigelaufen. Oh. Ein bisschen früher springen. Ja. Und jetzt bitte ein Checkpoint noch irgendwo hier in der Nähe. Aber wie soll ich da rüberkommen? Wie heißen diese Viecher, die da im Hintergrund stehen? Gargul oder sowas? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es bei League of Legends einen gibt, der Gallior heißt, der genau sowas macht. Oh. Okay, wir haben es geschafft. Das Checkpoint fortsetzen. Okay. Also sowas Doofes aber auch, hä? Kein Checkpoint da gewesen. Achso, ja, durchlaufen kann man wirklich, ja. Macht ja auch auf der einen Seite Sinn, ne? Ach, jetzt muss ich da wieder rüber, das ist ja voll doof. Ich bin rüber. Na, ich nicht. Okay, dann mal nochmal. Jetzt kommt dieser Stachel bei mir wieder entgegen. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Aber nicht da oben lang, dann liegen die Stachelbälle jetzt gleich. Okay.
Achtung, da liegt auch noch einer. Okay. Und die Kiste ist im Weg, die oh, musstest du vielleicht... Oh, jetzt war sie wieder gut hingekriegt. Kannst du die andere Kiste da wegziehen irgendwie als Zauberer? Ja. Okay, ich gehe mal was holen. Und da ist noch eine Kiste, ne? Okay. Adlerstatue. Aber da oben sind Gegner. Die mache ich etwas weg. Okay. Ups, aber voll drüber. Brauche ich nicht hochkommen erstmal, oder? Gesundheitstrank aufgenommen. Hm, wo war der denn? Oh, das war gerade ja mal. Zirkuskünstler. Der, ach der. Nein! Oh, ich bin oben drauf geblieben. Okay. Ja, jetzt kann ich erstmal gucken, was die Statue macht. Oh ja, das stimmt. Da vorne ist erst noch ein Skelett, warte. Oh, zwei. Na, ein ganz schlaues Skelett. Senkt den Mana-Verbrauch beim Herbeizaubern von Adepten. Nur Zauberer, also ist schon zugeordnet passend. Gut. Ist schon erledigt damit. Irgendwas verpasst? Nee, eigentlich nicht. Gut. Nein. Ich bin nicht runtergefallen. Als ob mein Controller nicht geht, der will einfach nicht nach rechts springen. So. Tja, diesmal habe ich es geschafft. Ach Gott, da muss man so drauf springen. Bewegt sich das jetzt? Nee, hey, irgendwie weiß ich nicht, wie das funktioniert. Nee. Bist du dick? Ja, der springt jetzt komischerweise, meiner nicht. Warum nicht? Oh, super, ich hätte schaffen können, ne? Mit dieser Technik, die ich da gerade vor mir veranstaltet habe. Oh, boah, ist die doof. Oh. Nein, nein, spring. Ach, da ist noch so ein Tritt. Ich dachte, das hätte nicht geklappt. Aber ich komme da trotzdem nicht hoch. Super. Oh, hier ist ein Checkpoint. Schon mal gut. Oh, ich schaff's nicht hoch. Ups, nein, jetzt bin ich auch runtergefallen. Ah, jetzt drauf springen. Jetzt. Genau. Ah, oh, ich hab's geschafft. Wunderbar. Ich hab's fast nicht geglaubt. Oh, zu tief gefallen, wa? Oh, da kommen ganz viele. Das ist ja ganz gemein, wa? Warte mal. Da steht doch noch einer. Zup. Also, ich krieg's nicht hin. Ich weiß auch wieder nicht warum. So. Der ist doch schon tot. Und wie kommt man hier raus? Gute Frage, ne? Ach, der kann da durchschießen, kann ich das auch? Das will ich jetzt wissen. Na, jetzt geht's gar nicht, aber... Kannst das Ding weiter drehen noch? Dann kann ich da drauf springen. Ja, das ist gut. Ja, müsste eigentlich funktionieren. Oh, ne? Jetzt springe ich noch vom Dach und so. Ja, aber wenn... Wo müssen wir denn überhaupt weiter? Aber wo müssen wir weiter, fällt mir gerade ein. Ganz oben irgendwie, wa? Ich sehe da unten einen Schalter. Einen Schalter, siehst du? Okay. Hat aber jetzt nichts ausgelöst, vielleicht hast du schon gemacht. Tja, weiß ich auch nicht. Das heißt, muss... Ach so, da unten in der Mitte meinst du? Kannst du? Ja, mach mal hoch, mach hoch, mach hoch, mach ja, hoch. Ja, wenn du drauf bist, kann ich nicht hoch machen. Doch, jetzt. Ja, jetzt. Na super, das hat ja wieder gut geklappt. Nee, andersrum war schon richtig. Was bringt mir das so rum? Ja, ich will aber die Erfahrung haben. Ach so, ja. Das ist jetzt auch wichtig, anstatt dass ich erstmal da hochkomme. Ah, ich kann ruhig unten bleiben, ne? Kannst du mal weiter drehen? Ja, es ging gerade nicht. Weiter drehen? Ja, ich hab's geschafft. Okay, kannst nachkommen. Ach, jetzt muss der Schalter gemacht werden. Das Bild ging so nah ran. Kann das sein? Ja. Ach, ah, sehr interessant. Ach, hier oben ist noch ein Schalter, wo ich jetzt draufstehe. Deswegen. Ah, jetzt verstehe ich. Das macht dann auch wieder Sinn. Ja. Ah.
Nee, hier, wo ich geschafft. Stehe, ist ein Schalter, weißt aber du? Aber links, da war noch so ein Rätsel, oh. Sag ich mal. Oh nein. Okay. Nicht runter, ich will da. Waren wir denn da links bei dem Dingens? Waren wir beide, ne? Ja, aber hier links ist noch ein Rätsel. Zumindest sieht das nach einem Rätsel aus. Ach super, jetzt bin ich unten, alles klar. Ich hab's geschafft. Sieht so nach einem Rätsel aus. Ja. Frag mich nicht warum. Ah. Du machst das da. Oh nein, jetzt bin ich gerade fast nach hinten runtergefallen. Was mache ich? Du machst das da schon. Ich versuch's, ja. Zwei Erfahrungen. Jetzt habe ich nicht geschlappt. Jetzt komme ich hier auch nicht hoch, blöderweise. Doch. Jetzt hier runter. Wo ist das Kreuz? Jetzt raufspringen, da? Raufspringen. Nee, jetzt ist es schon wieder zu spät. So, jetzt warte. Nee, das schaffe ich wieder nicht. Na jetzt. Oh, ich schaff's nicht. Lass mich doch den Zauberer, dann kann ich das anheben. Ach jetzt, da. Ich habe immer Angst, dass ich da runterfalle. Geht nicht, kannst shit. Nicht. Jetzt habe ich es geschafft. Runterfallen geht aber auch nicht. Gut, was ist hier los? Gut, dass ich noch da oben stehe. Ich bin einfach losgelaufen. Und bei dir passt es gerade, ne? Hab eine Kiste gefunden. Okay. Schnellköcher, cool. Für die bin gefunden, okay. Ich denke mal, ich weiß, was das macht. Dass man wahrscheinlich schneller lädt. Da ist keiner mehr. Ist keiner mehr, okay. Naja, das sah so aus, als ob einer noch da wäre, aber es war keiner da, du hast recht. Da geht's nicht weiter, sind Stacheln, das heißt, ich muss wieder da hoch, ne? Oh, bin ich doof. Sieht man doch das da oben. Nein. Am letzten Brett bin ich runtergefallen, so ein Shit. Na, super. Okay, nochmal. Ich guck mal, ob hier hinten Checkpoint gibt. Einen großen Gesundheitstrank. Nicht schon wieder daneben her. Was machst du jetzt? Ich versuche weiterzukommen, aber es geht irgendwie nicht. So, jetzt sieht's gut aus. Jetzt. Nein, das kann doch nicht sein. Und das geht wieder nicht. Noch mit. Ja, das irritiert mich jetzt leider ein bisschen. Oh, da muss ich wieder rüber. Mist. Und ich hab's wieder nicht geschafft. Du glaubst es doch nicht. Okay, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir dann 15 Minuten gebraucht haben. Das ging nicht, das... Doch, ich kann aber so... Ah, ich hab's geschafft. Nicht da runterfallen. Ach, danke. Oh, der macht's kaputt. Na, super. Warum ist denn jetzt da unten der mit Mar? Jetzt bin ich kaputt. Super. Jetzt kann ich ja zum Checkpoint weiterlaufen. Da unten ist er. Ach. Zum Glück. Ich glaube, dann kämpfen die jetzt noch. Also dann kämpfen die jetzt noch gerade schnell. Dann ist die ist Folge, die aber Folge schon auch wieder voll. Genau. Alle tot? Ne, da. Ah, der ist auch schon kaputt, oder? Ja, hab ich kaputt. Ne, kommt noch einer. Ne, der lebt noch. Haben wir es jetzt? Jetzt haben wir es geschafft.
Okay, gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ja, reicht. Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.